Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 14 mit Eldith Bestwin. Heute machen wir mal wieder den Gladiator ein bisschen weiter. Ich habe inzwischen bis Level 15 gespielt und da gibt es eine neue Klassenquest bei Müller. Ich habe mir das jetzt inzwischen so gedacht, dass ich die Klassenquests von allen Klassen nach und nach machen werde, bis zu Level 30. Bis dahin ist es relativ leicht zu spielen und da ist dann auch einmal ein guter Abschluss der jeweiligen Storyline. Und ich werde diese Folgen so nach und nach, wenn es in der Hauptstory gerade eine Lücke gibt oder ein Handlungsabschnitt beendet ist und ein neuer noch nicht begonnen hat, werde ich mal so eine Klassenquest einfügen. Aber diese Klassenfolgen werden relativ für sich allein stehen. Ich werde sie auch unabhängig der Sendereihenfolge aufnehmen, sodass, wenn ihr genau hinschaut, wahrscheinlich sehen werdet, dass es ein paar Kontinuitätsfehler geben wird. Sollte aber nicht weiter stören. Und auch je nachdem, wie lang die Klassenquest wird, werde ich vielleicht eine, vielleicht auch manchmal zwei Klassenquests in eine Folge packen. Ja. So habe ich mir das gedacht. Und dann geht es jetzt zu Müller. Willkommen zurück, Albert Bestwin. Hast du Fortschritte mit deinen Übungen gemacht? Du wirkst selbstbewusster und auch deine Haltung hat sich verändert. Du bist auf dem besten Wege, eine echte Gladiatorin zu werden. Ich habe wieder eine wichtige Mission für dich. Die Amalja führen entlang der Handelsstraße in der Nähe von Camp Knochenbleich Angriffe auf fahrende Händler aus. Knochenbleich ist eine Zwischenstation auf dem Alagischen Sonnenweg und ein strategisch wichtiges Gebiet im Grenzland. Die Legion der Unsterblichen und die Messingklingen bewachen es mit Adleraugen. Unsere Gilde unterstützt sie dabei, indem wir den Handelswagen Gladiatoren als Begleiter zur Seite stellen. Von allen wilden Stämmen haben wir mit den Amalja die meisten Scherereien. Und die, die nun die Händler überfallen, scheinen noch dazu eine gut organisierte Bogenschützeneinheit zu sein. Also mach dich auf den Weg und lege den Amalja das Handwerk, auf das ihre Pfeile an deinem Schild abprasseln mögen. Ich möchte nicht, dass meine Leute dich gespickt wie ein Stachelmull aus dem Graben einer Landstraße ziehen müssen. Also gut. Und ihr kennt das ja schon, die Laufwege erspare ich mir bei diesen Klassenquests. Ich werde euch einfach dahin direkt schneiden, wo es weitergeht. So, hier ist ein verletzter Gladiator. Hilfe von der Gilde? Du kommst wie gerufen. Ah, ich sehe schon. Da gibt's was zu kämpfen. Ich habe hier ein bisschen anderes Bild als bei meinem Marodeur, aber das ist jetzt nicht sehr herausfordernd. Ich nehme einfach die Standardangriffe und mache diese einmal Schaden. So, jetzt kann ich mit ihm sprechen. Danke, du hast mir das Leben gerettet. Lange hätte ich den Pfeilen dieser Kreatur nicht mehr standgehalten. Und dann geht's zurück zu mir.
Erbe Bestwin, auf dich ist wirklich Verlass. Auch wenn wir diesen Überfall nicht verhindern konnten, haben wir doch die Schuldigen zur Strecke gebracht. Der Schweißgeruch in den Übungshallen ist ja immer noch unerträglich. Hat sich keiner erbarmt und... Der Schweißgeruch in den Übungshallen ist ja immer noch unerträglich. Hat sich keiner erbarmt und ein paar Fenster in die ehrwürdigen Mauern geschlagen? Aldis! Dir auch einen schönen Tag, mein lieber Bruce. Lange nicht gesehen, was? Hat dir noch keiner deine schlaksigen Arme abgeschlagen? Aldis? Wie er leibt und lebt, holde Müller. Bist du seit unserem letzten Treffen etwa noch schöner geworden? Wer hätte das für möglich gehalten? Wo zum Teufel hast du gesteckt? Und was fällt dir ein, nach all der Zeit einfach so in diese Hallen zu spazieren? Antworte! Die gute Müller. Immer noch das gleiche Temperament. Ich war auf der Suche nach mir selbst. Immer der Nase nach, wohin mich das Schicksal gerade trieb. Du kennst doch meine romantische Seele. Behalte deine Sprüche für dich. Und betritt nie wieder den Boden dieser Gilde. Wenn ich dich hier noch einmal sehe, schlage ich dir deinen frisierten Wuschelkopf von den aufgepolsterten Schultern. Wo hast du nur diesen rüden Umgangston her? Dabei warst du doch so ein nettes Mädchen. Jetzt habe ich sie verärgert. Tja, mal gewinnt mal. Mal gewinnt man, mal verliert man. Hör zu. Hör mal du. Ich habe etwas mit dir zu besprechen. Komm in den Treibsand. Aber kein Sterbenswörtchen zu Müller, verstanden? Da fällt mir ein, ich kann mich doch auch wieder umziehen jetzt. Das müsste doch... Ja. Ich kann jetzt gescheite Klamotten wieder tragen. Neuling, Neuling, Neuling. Nee, da gibt's keinen Neuling. Ja, viel besser. Der Treibsand ist ja nur ein Teleportersprung entfernt. Oder zwei, wenn man den richtigen Teleportpunkt nehmen würde. Gibt's was zum Kämpfen. Da bist du ja, Elvib. Meinen Auftritt vorhin habe ich wohl etwas verpatzt. Ich hatte mir eigentlich eine etwas warmherzigere Wiedersehensfeier gewünscht. Aber was soll's. Feiere ich halt alleine. Hör zu, ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Es geht um nichts Geringeres als das Wohl der Gilde. Um Müllers Wohl. Es gibt stärkere Gladiatoren als dich, die ich bitten könnte. Aber in deinen Augen lodert ein gewisses Feuer. Ein Feuer, das für diesen Auftrag unentbehrlich ist. Ein Feuer, das, wie ich befürchte, in mir bereits erloschen ist. Blutrausch. Geformt aus dem Amboss des legendären Waffenschmieds Gerold, sein Meisterstück. Einst gewidmet den Helden des Kolosseums. Ich war seiner nie würdig. Es gab noch ein Schwert, noch einen Gladiator. In ihm loderte auch ein Feuer, genau wie in dir. Elvib, ich habe eine Bitte von großer Wichtigkeit an dich. Was zum...
All dies, Naldklinge, sprich dein letztes Gebet. Verschwindet! Amen. Lass die Faxen und steh auf. Na. Versteht ihr denn keinen Spaß? Ein durstiger Mann wird ja wohl seinen Krug leeren dürfen. Elbe, ich ziehe das Feuer auf mich und du machst sie kalt, verstanden? Partnerin? Also gut, dann will Naldis Aldis wohl tanken. So. Muss ich mich umstellen? Habe ich eigentlich schon irgendwas mit AOE? Naja, gut. Offensichtlich ist Naldis der bessere Tank. Muss ich hier nur die Atemkörper ein bisschen niedermetzeln. Okay, der Kampf ist jetzt nicht der spannendste. Okay, ich habe die hier. Ah, die gehen ein bisschen schneller bei. Dann wieder zurück zu dir. Der überhaupt, der hat doch da gar kein freies Schutzfeld. Ja, wie viele kommen denn da noch? Ui. Naldis schlägt. Aldis schlägt sich auch gut. Wieso komme ich mal auf Naldis? Weil da Naldis. So. War's das? Ja. Jetzt stellen sie mir sogar schon am helllichten Tag und in aller Öffentlichkeit nach. Wie aufdringlich. Wenn es sich wenigstens um ein paar süße Meuchelmörderinnen handeln würde, hätte ich ja nichts gegen einen gelegentlichen Ringkampf. Für heute hatte ich genug Aufregung. Lass uns ein anderes Mal weitersprechen. Ich sehe mich nach einem ruhigeren Lokal um, um meine Rückkehr zu feiern. Entschuldige, in der Aufregung um diesen Gockel habe ich ganz vergessen, dir eine neue Technik beizubringen. Den Blutdruck anderer Leute in die Höhe schnellen zu lassen, ist seine Spezialität. Schildwurf heißt die Technik. Wie der Name sagt, schleuderst du dabei einen Schild. So kannst du Gegner, die weiter entfernt stehen, angreifen und gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit auf dich lenken. Für uns Gladiatoren, die sonst nur im Nahkampf aktiv sind, ist das eine äußerst wertvolle Technik. Setze sie geschickt ein, um den Kampfverlauf zu steuern.
Da habe ich nichts davon. Okay, ein neues Schwert haben wir bekommen. Neues Schild? Nein, das Schild nicht. Und Schildkampf, Schild. Ach, da. Schildwurf. Du führst eine physische Fernkampfattacke aus. Ist in ähnlich wie Tomahawk beim Marodeur und kommt hier hin. Okay, das war's dann. Wir sehen uns bei der nächsten Gladiatoren-Quest, wenn ich so die Zeit anschaue, wahrscheinlich direkt nach einem kleinen Schnitt. Ja, und damit willkommen zurück. Ich bin jetzt Level 20. Das ging relativ schnell, dadurch, dass ich hier oben den Kampfroutine-Bonus anhab und ja auch meinen Ring mit 30% mehr an Routine. Habe ich gerade mal 2 Instanzen gebraucht, um Level 20, von Level 15 auf Level 20 zu kommen. Ich habe allerdings hier in der Inhaltssuche so einen Zufallsinhalt gemacht. Da gibt es dann auch immer ein bisschen noch Bonus, oder was heißt ein bisschen, sehr viel Bonus. Es hat mich fast ein ganzes Level gebracht, dass ich hier diesen Bonus durch den Zufallsinhalt gemacht habe. Kann man einmal am Tag machen, um diesen Bonus zu bekommen. Gut. Dann Müller. Du hast wieder eine Aufgabe für uns. Wer sich in Gefahr begibt. Elvib, du kommst genau zur rechten Zeit. Wieder ist ein Mitglied unserer Gilde heimtückisch überfallen und verwundet worden. Das nur, weil dieses verdammte Kopfgeld auf Aldis ausgesetzt wurde. Wenn jemand Streit mit uns haben will, soll er ihn haben. Aber zuerst müssen wir dem Verletzten unsere Hilfe zukommen lassen. Der verletzte Gladiator hat in der Schenke zum Würfel- und Becher Zuflucht gefunden. Bitte bring ihm zunächst diesen Sonderheiltrank, damit er wieder auf die Beine kommt. Zeit, um Rache für diese schändliche Tat zu nehmen, ist später noch genug. Ja, hier sind wir jetzt vor der Kneipe zum Würfel und Becher. Die kennen wir nicht, die würden wir aber relativ gut kennen, wenn wir in Ulda angefangen hätten. Ach übrigens, NPCs mit diesem Zeichen über dem Kopf, das sind welche, mit denen man Triple Triad spielen kann. Den wir das ja in der, ich vermute mal, letzten Folge gelernt haben. Ich wurde in der Nähe des Kohlenstadtbahnhof Heimtück hinterrücks überfallen. Zwei Fähne hat man mir ausgeschlagen. Man lief mir keine Chance, mich zu verteidigen. Die verhunftgemeine Furke. Ah, ich fühle mich schon viel besser, danke. Ich wurde bei helllichtem Tag überfallen. Irgendjemand muss doch etwas gesehen haben. Warum hörst du dich nicht einmal um und schau dir auch den Tatort noch einmal genauer an? Na, dann schauen wir uns doch mal um. Wer hat was gesehen? Inspektor Elvib schreitet zur Tat. Ich habe die scheußliche Tat genau mitbekommen. Zuerst habe ich einen verdächtigen Kerl gesehen. Eine auffällig schrille violette Robe hatte er an. Schlich aber daher wie ein Meuchelmörder. Plötzlich stand er hinter dem Gladiator und ich konnte mich noch verstecken, bevor der Mörder mich entdeckte. Aber das Geräusch, das seine Klinge in dem Gladiator, als seine Klinge in den Gladiator drang, werde ich nicht vergessen.
Ja, und hier ist der Kohlenstaubbahnhof. Da ist auch ein Eterit, an dem wir noch nicht waren. Dann werde ich mich mal hier harmonisieren. Edfleet. Jetzt, wo du es sagst, ist mir da tatsächlich so ein Kerl aufgefallen, der ständig mit sich selbst gesprochen hat. Ja, richtig. Von einem Plan hat er gesprochen. Und einem Angriff auf einen Basar. Wie konnte ich das nur vergessen? Ach, da hinten. Einfach mal die Schienen lang. Ach, das ist der Ort des Überfalls, der Tatort. Okay, ich habe Beweise gesammelt, welche auch immer das sind. So, mal zurück zu dem verletzten Gladiator. Es handelt sich also um die Tat eines geübten Auftragsmörders? Ein echter Profi. Wer mag das nur sein? Wer hat ihn beauftragt? Wie bitte? Du hast noch etwas gefunden? Ein Skorpionenring. Diesen Ring hat der Täter fallen lassen? Das Siegel zeigt einen Skorpion. Merkwürdig. Auch was die Augenzeugin am Eteritenplatz belauscht hat, über einen Plan, den Basar zu überfallen. Das ist alles sehr besorgniserregend. Ich habe eine Idee. Es gibt einen Jüngeren namens Waymond. Er ist ein zuverlässiger Informant, der seine Augen und Ohren überall hat. Und er schuldet mir noch einen Gefallen. Wenn jemand etwas über diesen Ring und das Skorpionensiegel sagen kann, dann er. Du findest Waymond auf der Smaragdstraße in Ulda. Zeig ihm den Ring. Ja, Waymond ist auch so ein NPC, den man kennen würde, hätte man in Ulda angefangen. Er ist der Erste, der einen überhaupt in Ulda begrüßt. Ja, Waymond hält sich immer hier auf der Hauptstraße in Ulda auf. Psst. Möchtest du ein A kaufen? Nicht? Ach, du bist eine Abenteurerin, die für Müller arbeitet. Was kann ich für dich tun? Hier, schau mal, ich habe da so einen Skorpionenring. Weißt du was drüber? Bei den sieben Höllen. Wo hast du den denn aufgestöbert? Die giftigsten Skorpione verstecken sich unter den schwersten Steinen. So sagt man hier in Ulda. Und nach diesem hier sollte man seine Finger besser nicht ausstrecken. Siehst du dieses Siegel? Es ist das Erkennungszeichen einer skrupellosen Räuberbande, die sich die Alakran nennt. Ein mörderisches Gesindel ist das. Sie haben sich über die Unterwelt von Ulda hinaus einen gewissen Einfluss verschafft. Gerüchten zufolge sind sie eng mit dem Scorpio-Kreis und damit auch den Messingklingen verbunden. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen. Überhaupt, du vergisst besser, was ich dir gesagt habe, wenn dir dein Leben lieb ist. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, heißt es nicht umsonst. Das gilt besonders für die Alakran. Da bist du ja. Ich habe mir Sorgen gemacht. Was hast du herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass eine Gruppe namens Alkaran für die Attacke ist. Ein Überfall auf den Basar. Na, ich nehme die Gruppe. Die Alakran. Den Namen habe ich noch nie gehört. Ein anderes Gildenmitglied ist in der Zwischenzeit im armen Viertel an eine wichtige Information gekommen. Eine Räuberbande soll einen groß angelegten Coup planen. Das wären also die Alakran. Aber wo ist der Zusammenhang mit den Attacken auf unsere Mitglieder? Ihr Ziel ist wahrscheinlich der Silberbasar. Dort verkehren hauptsächlich Gauner und Ganoven. Und anständige Leute meiden den Markt. Mit der Sicherheit nimmt man es dort nicht so genau. Ein leichtes Ziel. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Nicht nur um den Angriff zu verhindern,
auch um dieses Gesocks zu zeigen, dass sich niemand, niemand ungestraft mit der Gladiatorengilde anlegt. Hollala, jetzt habe ich schon wieder vergessen anzuklopfen. Aldis, du? Hatte ich dir nicht gesagt, dich hier nie wieder blicken zu lassen? Liebe Miller, solltest du als Gildenmeister nicht ein bisschen besser auf deine Gladiatoren aufpassen? Sie sterben dir ja weg wie die Fliegen. Lass mich raten, du hast nicht den blassesten Schimmer, wer wirklich hinter dem geplanten Angriff auf den Silberbasar steckt. Ich frage mich nicht zum ersten Mal, was Schärfe ist, dein Schwert oder deine Zunge. Aber ich habe jetzt keine Zeit, mich über deine Überheblichkeit zu ärgern. Spuck's schon aus, was weißt du über die Sache? Wer sonst als die Alakran? Sie haben sich von einer einfachen Räuberbande zu einer einflussreichen kriminellen Vereinigung emporgeschwungen. Dieser Gegner könnte selbst für die Gladiatorengilde eine Nummer zu groß sein. Ha, das werden wir ja sehen, Alakran. Nichts als eine Bande dahergelaufener Strauchdiebe. Die massakrieren wir mit den rostigen Bronzegladi, die wir sonst noch nur an die Anfänger verteilen. Müller, ich meine es ernst. Lass es. Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Was redest du denn da? Müller, lass mich den wahren Grund verraten, warum ich nach Ulda zurückgekehrt bin. Dieser Kampf ist mein Kampf. Die Alakran-Schurken haben es auf mich abgesehen. Müller, ich bitte dich, hör auf mich. Früher hättest du das getan. 7 Jahre. 7 Jahre ist es her, dass du die Gilde verlassen hast. Du weißt nicht, was ich in diesen 7 Jahren alles für die Gilde getan, für sie geopfert habe. Und jetzt willst du mir sagen, wie ich sie zu führen habe? Müller, bitte. Spar dir dein Gejammer. Ich bin die Gildenmeisterin und ich sage, dass wir zurückschlagen. Wie es sich für Gladiatoren gehört. Hör auf mich. Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Der Anführer der Alakran ist... Genug, du erbärmlicher Feigling. Auf deine Hilfe können wir gut verzichten. Verschwinde wieder dahin, wo du hergekommen bist. Tolle Frau, nicht wahr? Aber ich habe es mir offensichtlich mit ihr verscherzt. Pass gut auf sie auf, Elbe. Ich verlasse mich auf dich. Sieh zu, dass ihr nichts passiert. Okay, dann geht's auf zum Silberwasser. Ja, und da ist der Silberwasser. Ich hole mir schnell hier den Chocobo verleihen, wobei ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Zeit hier wieder herkommen werden. Und Müller. Jetzt habe ich. Was sagt Müller? Da bist du ja endlich. Die Räuberbande hat sich schon versammelt. Es ist eher eine kleine Räuberarmee, aber es soll mir nur recht sein. Viel Feind, viel Ehr. Auf jetzt, zieh dein Schwert und lass uns den Taschendieben zeigen, aus welchem Stahl die Gladiatoren gegossen sind. Okay, dann auf sie mit Gebrüll. So, an der Stelle werde ich jetzt mal wieder kurz Zeitraffer einstellen. Die Folge ist doch schon sehr lang geworden und mir ist der erste Versuch missglückt. Deswegen werde ich euch den ersten Versuch ein bisschen im Schnelldurchlauf zeigen und nur den zweiten geglückten Versuch in voller Länge zeigen. Ja. Oh! Ich bin tot. Na, sowas. Normalerweise heilen einen doch die NPCs. Also gut, nochmal. Thank you.
an der Turm sind, auf jeden Fall einfach mal den Wald läufern. Sieht schon besser aus wie vorhin. Und dann möglichst schnell die Dramaturgen vernichten. Die machen ganz schlimme Auis. Okay, dann noch die Bildung. Diesmal ist es doch schaffbar, natürlich. Ja, Spielinhalt beendet. Dieser Tag wird in die Geschichte der Gilde eingehen. Was? Du? Auf ihn! Nein, nicht! Erbärmliche Gestalten. Glaubt ihr mit euren schartigen Spessern etwas ausrichten zu können? Gib dich nicht mit den unbedeutenden Ameisen ab, Sena. Sana. Los, weiter. Nein. Das ist unmöglich. Leerwald? Meisterin, lass uns zur Gilde zurückkehren und uns neu formieren. Für heute haben wir genug erfahren. Okay, dann zurück zur Gilde. Elvip, verzeih mir, aber
Würdest du mich einen Augenblick alleine lassen? Ich habe viel zu überdenken. Ich habe es dir ja gesagt, lass es. Die kleine dreckige Räuberbande der Alakran ist zu Uldas mächtigster krimineller Vereinigung aufgestiegen. Und der Grund dafür ist er. Du hast davon gewusst, Aldis, dass Leerwold... Der Mann mit den eiskalten Augen eines Skorpions, den du am Silberbasar gesehen hast, heißt Leerwold. So wie man mich auch Naltklinge nennt, hat man ihm den Nachnamen Talklinge verliehen. Zusammen sind wir Naltals Zwillingsklinge. Wir haben das Kolosseum dominiert und uns in den Rang lebender Legenden emporgekämpft. Dafür wurden wir von Phönix-General Raubern höchstpersönlich mit der berühmten Klinge Blutrausch ausgezeichnet. Ununterbrochen haben Müller, er und ich in der Gladiatorengilde die Trainingsschwerter gekreuzt. Wir haben mehr Zeit zusammen verbracht als mit unseren Familien oder jedem anderen in unserem Leben. Wir waren mehr als beste Freunde, wir waren echte Schwertbrüder. Leerwold war der aufrichtigste, mutigste, edelste Mann, den ich kannte. Was ist nur mit ihm geschehen? Um das herauszufinden, bin ich nach Ulda zurückgekehrt. Außerdem bin ich natürlich ein klitzekleines bisschen neugierig, warum er mir den Kopf abschneiden lassen will. Was hat ihn nur so verändert? Ist zwischen euch etwas vorgefallen, was diesen Hass hervorgerufen haben könnte? Das würde ich gern die Götter fragen. Wenn sie sich mein Schicksal zu ihrer Belustigung ausgedacht haben, würde ich ihnen gerne mal mit einem Tritt in den Allerwertesten zeigen, was ich von ihren Späßen halte. Spar dir dein Macho-Gehabe. Ich, ein Macho? Hast du es endlich erkannt? Vielen Dank für das Kompliment, liebe Müller. Da gibt es nichts, weil ich auch hier Kellys Zeug anhabe. Aber ich kriege einen neuen Schild und ein neues Schwert. Den Schild kann ich aber erst im nächsten Level tragen. Also ihr werdet es erst in der nächsten Folge sehen. Beziehungsweise in der nächsten Gladiatoren-Folge. Ah. Ein lila Schwert. Okay. Na gut. Das war's mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Wenn alles so läuft, wie ich mir das gerade vorstelle, wird nächstes Mal dann die Folge sein, in der wir den Bund der Morgenröte kennenlernen werden. Und mal schauen, wann wir das nächste Mal als Gladiator eine Quest bestreiten werden. Bis dann, macht's gut. Tschüss.